Einen wunderschönen guten Abend. Flo, Manoman, Sascha, Marke, Caps, Caps, El Ripo, Asus, Roker, Stefan und so weiter und so Jürgen Stuck. Lu, Ru, David, Philipp, Tim, Jürgen Stuck und Adrian. Akram Adi. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Heute alles ein bisschen später geworden. Warum? Oh, oh ganz einfach. Mein Bruder hatte Geburtstag. Wir haben mit richtig vielen Leuten, ähm, ja, ein bisschen Party gemacht. Ganz viele Kinder da, ganz viel Spaß gehabt. Zum Schluss war ich dann noch bei einem guten Kollege. Haben wir noch was gegessen. Von daher ist das Ganze einfach ein bisschen später geworden. Von daher wird das Ganze auch heute ein bisschen kürzer. Weil, ja, ich saumüde bin. <laughs> Und, äh... Bock habe, gleich einfach mal in die äh, Kiste mich wemsen. und von daher werden wir gleich einfach einen Abend-Update durchschießen und dann will ich peng gehen. Schnee, Daniel B, Dejan, Andre VO. Oh. Naja, was heißt, es sowieso nichts los, geht so, ne, geht so. Gucken wir gleich mal rein, Bitcoin sieht ja schon aus, als wenn so ein bisschen was los ist, muss ich wirklich sagen. Ethereum, so, also, ja, hat hier auch nochmal an unserer Marke gekratzt und der Rest alles so ein bisschen hat. knapp 3% gut gemacht, ja, aber auch hier aktuell an unserer Widerstandslinie. Was haben wir sonst noch? Auf Coin. Machen wir gleich ähnlich im Update. Können wir gleich drüber eingehen. Auch oh, sehr nice. Guckt euch die Linie an. Goldene Linie. Bruch. Bruch der Rot. Hier oben steht Rein in das Ding. Eine Stunde Basis. Wahrscheinlich keinen Retest gekriegt. 15 Minuten Basis nicht mal. Das war sehr, sehr schade. Natürlich. <laughs> auf einem ganz kurzen Timeframe wahrscheinlich haben wir hier Haben wir wahrscheinlich hier einen Retest gekriegt? Und da drüber, Na, naja, das weiß es. Aber wer guckt schon da drauf? Fünf Minuten hier, Achtung. Ne? Ausbruch, Retest, Follow. Ausbruch, Retest, Follow. Ne? Und jetzt seht ihr hier das Ganze flacht ein bisschen ab. Also aufpassen. Tagesbasis scheitern wir auch genau an dieser roten Marke mit dem Wick dran. Und jetzt passt auf, dass das Ding nicht abflacht. Denn dann kann es auch in die Hose gehen. Die Frage ist natürlich, wo sitzt man jetzt hier die Linie? Das ist Plage, ist eh schon gebrochen. Von daher müsste man wahrscheinlich sich dazu entscheiden, sowas hier zu nehmen. Und gleichzeitig die nächste horizontale Make Marke, die da drunter liegt. Also das hier. Wenn man da auf einen möglichen Short wieder spekulieren würde, dann würde man sagen, beim Bruch dieser goldenen Linie 11,96 Dollar, geht es nochmal runter in 11,77, sollte die auch noch brechen, dann sehen wir auch hier Rot wieder, solange das nicht passiert. Läuft es vielleicht weiter? <laughs> Simon Körner, einen wunderschönen guten Abend euch beiden natürlich. Was hältst du von Trading Bots? Sagen wir mal so, was soll ich davon halten? <laughs> Wenn das Ding funktioniert, ist es absolut geil. Dann könnt ihr euch schön anschruppen und die Scheiße läuft. Warum sollte ich denn äh, sowas nicht eingehen? Sag ich einfach mal so. <laughs> Wenn's läuft. Ja? Ja, wir kannst mal eben Trias. Ja, haben wir, glaube ich, auch noch kurz Zeit für und dann machen wir Abend. Ab. Der Trias hatten wir schon mal. Ja, da war auch der Bruch. Da seht ihr es. Hier war der Bruch der Linie. Also beim Bruch der Linie rein. Ne? Und dann wenn man jetzt auch schon ein kleines bisschen im Plus. Die Frage ist, wo geht es hin? Müssen wir uns auf Tagesbasis uns mal angucken, wo hier die nächste Widerstandsmarke ist. Und die ist logischerweise ein Stück über euch. Das ist hier. Da werden wir dann noch mal hinkommen. Nach diesem Ausbruch denke ich, dass wir da noch mal hinkommen werden. Und dann müssen wir gucken, was bei der Marke von 7 Dollar passiert. Sollten wir die auch noch nach oben hin passieren, geht es auf 8,39. Das ist auch noch mal ein schönes Stück. Kann man nicht anders sagen. Ansonsten kann ich jetzt nicht weiter als dazu sagen, dass es bei Trias noch gut aussieht. Sollten wir die goldene Linie hier nach unten mal verlassen. Bei 5,38 geht es natürlich ein weiteres Stück nach unten. Aber solange das nicht passiert, ist auch soweit alles okay. Sollten wir diese goldene Linie mal nach unten verlassen. Ist Schluss mit lustig. Pärkel, oh nein, du, du das Schwein er hat wieder Schuppen gesagt. Ne, Stein nicht ihn. <laughs> Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Wie sieht's es aus? Aber ich einen Kurs auf einmal 43.200. Richtig geil. Wir fangen genauso an wie heute Morgen. Zwei Wochen Chart. Allerdings mal hier, damit man auch ein bisschen was erkennen kann. Da ist es. Zwei Wochen Chart. Ausbruch. Retest. Hm? Also, es sieht gut aus. Wir haben die goldene Linie gehalten. Bei 42.600. Drüber geschlossen. Jetzt kann es auch durchaus weiter hochgehen. Auf Wochenbasis sieht es somit natürlich ganz genauso aus. Das ist die goldene Linie, genau mit dem Anus draufgeschlossen, 42,6. Und auch jetzt hier mal sehen, wie es weitergeht. Das kann auf Wochenbasis genau wie hier, hier oder hier, einen langen Wick geben wir schließen darüber. Aber die Woche hat ja gerade erst angefangen. Also absolut lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Äh, äh, nach einem Anstieg von wie viel Prozent war es 28% in 15 Tagen ist diese Korrektur deutlich notwendig gewesen. Hoffentlich war das auch nur die Korrektur und wir starten dann von hier aus einen neuen Aufwärtstrend, so wir die Möglichkeit haben, eine neue Supportlinie zu ziehen, die so geht und wir dann hier irgendwann ein höheres Hoch machen und dann in Richtung to the Moon steigen. Alles möglich, genauso wie der Bruch nach unten. Zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich hier keinen Trade. Warum nicht, Mario? Naja, ganz einfach. Ihr seht, das Ganze ist der 4 Stunden Chart und wenn ihr euch genau diese grün gestrichelte Linie ansieht, dann seht ihr, dass Wicks hier drüber waren, hier drüber, hier, hier was wir genau im Moment auf dieser 43.150, 43.200 sitzen. Na, wir haben keine dieser 4 stunden Kerze, die schießt erst in 47 Minuten. Auf 1-Stunden-Basis sieht es logischerweise so aus, dass wir ebenfalls nichts haben. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt gerade diesen Trade zu betreten. Warum nicht? Das ist ein langer Wick, das ist ein langer Wick, diese Kerze hier. Das ist der mögliche Ausbruch über die 43.000, sagen wir grob 43.200. Vorher habe ich noch keine einzige 1-Stunden-Kerze über diesem, dieser 4-Stunden-Resistance gehabt. Also auch keine Möglichkeit, in diesen Trade hineinzugehen. Wenn ich hier die Linie ziehe und sie wirklich sehr akkurat anlege und auf 1-Stunden-Basis runtergehe, seht ihr das. Wir haben keinen 1 Stunden close über dieser Linie. Also auch noch gar keine Möglichkeit, diesen Trade einzugehen. Weder auf ein, logischerweise, noch auf 4 Stunden Basis, noch auf irgendetwas anderes. Dennoch sieht das Ganze hier genauso aus wie auf der linken Seite. Ein Push nach oben, ein Pullback und dann weiter hoch. Allerdings, wie auch schon gesagt, sind wir hier von oben gekommen. Hier sind wir von unten gekommen. Na? Ein Push nach unten, ein Push nach unten und dann diese hoch zu überschreiten und das damit wäre die 44.200 rausgenommen und dann definitiv Longi Bongi. Aber jetzt brauchen wir ja auch erstmal diese Resistance hier zurück. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, diesen Trade einzugehen. Wir haben keinen einzigen 1 Stunden Close darunter gehabt. Ansonsten, keine Ahnung, warum die Linie hier ist. Ansonsten wäre ich natürlich genauso wie vorher. Vorsichtig. Na? Denn wenn das nach unten hin bricht, was ist das dann? Eine mögliche erneute Bärenflagge. Passt also die nächsten Stunden auf, was passiert. In ungefähr 2, zwei, 2,5 Stunden eröffnen die Märkte. Dann wird es dort die erste Tendenz geben, wohin die Reise vielleicht am Montag gehen wird in den Märkten. Und dann ja, vielleicht auch den ersten Breakout. Long. Na? Oder den ersten Breakdown. Short zumindest mal hier in die goldene Linie bei 41.700. Sollten wir das Ganze nach unten hinbrechen, Schluss mit lustig 40.000. Alles anderes können wir dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ansonsten gibt es für Bitcoin auch keine neuen Nachrichten. Es gibt nichts Positives, nichts Negatives zu berichten. Der Kurs bewegt sich, oh, wie angenommen, am Wochenende seitwärts. Eine Range, das haben wir hier gesagt. Zwischen ungefähr 42.000 und 43.000. Das ist auch so. Und das war die letzten Wochenenden genauso. Bei Ethereum sieht es ganz genauso aus wir haben gesagt wir brauchen den 4 Stunden close über 3300 ansonsten nicht wir haben keinen 4 Stunden close über 3300 wir haben nicht mal einen 1 Stunden close über dieser goldenen Linie um genau zu sein verläuft das Ding bei 3320 wenn ich mich nicht irre und da können wir gerne mal eine akkurate Linie ziehen und dann werdet ihr sehen wo ich das genau mache hier da verläuft das Ding wir haben den Wick wieder sehr genau reingekriegt. Das Ding verläuft bei 3308. Solange ich keinen 4-Stunden-Close, nicht mal einen 1-Stunden-Close darüber habe, habe ich nicht die Möglichkeit daran zu denken. Denn ihr seht, das haben wir hier genau eingezeichnet, dass wir auch bis dahin kommen und dann am nächsten Tag diesen massiven Knotenpunkt nach oben, nach unten hinbrechen können und dann ist Schluss mit lustig. Ebenfalls, wenn ich die 3310 in dem Fall nach oben hinbreche, würde ich ganz genau aufpassen, was hier passiert an der 3.375, denn das ist ein Knotenpunkt von einer wichtigen roten Tageslinie und gleichzeitig von dieser aufsteigenden Bärenflagge. Wenn es denn eine ist und kein Aufwärtskanal, Na? wird das Ganze nach oben hin gebrochen? Schön. Dann kommen wir hier oben noch mal hin in Richtung 3.500. Werden wir hier abgewiesen und durchbrechen dann auch noch hier? wieder zurück die 3308, dann sollte jedem klar sein, dass es eher ein weiterer Abwärtstrend ist und es in Richtung Süden geht. Also ich wäre hier, wenn ich Trades nehme, relativ vorsichtig, würde versuchen, meinen Stop-Loss relativ schnell auf Break-Even zu setzen und oder Teilprofite zu nehmen, um hier nicht möglich wieder in ein erneutes Reversal reinzulaufen. Wir haben also bei Bitcoin und bei Ethereum im Moment noch keine Möglichkeit, einen Long Trade zu nehmen. Es gibt immer Möglichkeiten, einen Long Trade zu nehmen und das soll auch überhaupt nicht überheblich klingen. Aber ich möchte gern größere Fische. Ne? Ähm, ich bin ungerne in einem Trade gefangen, äh, äh, der hier irgendwo ist und dann bin ich in so einer Range gestuckt und dann muss ich alle drei Minuten auf mein Handy gucken, ja, wo verläuft der aktuelle Kurs? Nehme ich jetzt Profite? Ja oder nein? Hier wieder raus und dann hier wieder Short rein und hier. Ne? Das sind ähm, das soll überhaupt nicht böse klingen. Und für jeden, der das macht und der die Zeit dafür hat, ist das vollkommen okay. Aber mein Timeframe ist ab vier Stunden so ungefähr aufwärts. Ne? Wenn ich mal Bock habe, wenn ich Zeit habe, meine Frau und meine äh, Tochter sind nicht da, okay, dann mache ich mal Skalpe hier auf 15 Minuten Basis oder sowas. Aber ansonsten versuche ich so viel wie möglich Zeit frei zu schaufeln, die ich habe für die Familie. Und der vier Stunden, ab vier Stunden Aufwärts-Trend, äh, Aufwärts-Chart, Timeframe. Ne? Das sind das dann wirklich, wo die wichtigen Linien überhaupt erst anfangen. Ihr könnt sagen, dass der 8-Stunden-Chart der wichtigste ist, weil der Tag 24 Stunden, also 8,3 hat. Und das sind die wichtigen Sessions Asien, äh, London und New York. Und da könnt ihr auch eigentlich die besten Trades, die besten Trends ablesen. Ne? Also weder bei Bitcoin noch bei Ethereum sehe ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, einen Trade weder in Richtung Norden noch in Richtung Süden und zu Litecoin müssen wir jetzt glaube ich auch gar nichts sagen. Wir sind hier genau wie eingezeichnet an dieser Unterkante dieser X Support Linie gescheitert, runtergekommen und jetzt hier kommen wir nach Maho. Wir haben gesagt, erst ab einem Tagesclose über der Marke von 11685 habe ich überhaupt Bock, darüber nachzudenken und vielleicht einen dicken Fisch mitzunehmen. Ansonsten ist das hier Range. Ansonsten ist das hier mal wieder oder vielleicht eine größere mögliche. Bärenflagge und davon lasse ich einfach die Finger. Brechen wir hier oben aus. Alles klar, ich bin dabei vorher nicht. Ansonsten genauso auf dem Weg nach unten wie auf dem Weg nach oben. Kriegen wir einen 4 Stunden Close unter der Marke von 110. Bin ich definitiv short in Richtung 107 und danach hier bei 101 XRP. Genau das gleiche. Wir haben es hier nicht mal geschafft, diese goldene absteigende Linie nach oben hin zu durchbrechen. Das ist eine Tageslinie, da müssten wir rüberkommen über die 78 Cent ungefähr. Und ich sage euch auch hier die ganze Zeit, bitte beachtet hier eigentlich eher 80 Cent eröffnet den Trade in Richtung Norden. Das ist diese rote Linie. Dann kann es weiterhin 85, 88, 92. Ansonsten ne, ähm, empfinde ich das alles hier als ne Bounce H, Bounce, H, Bounce. Gucken wir mal. Ne, für mich hier noch kein Long Trade. Auch nicht bei XRP hier. Ebenfalls aufpassen, sollten wir ähm, ja, weiter runter trenden. und hier diese goldene absteigende Linie nach unten verlassen, wäre das extrem schlecht. Bei 73,50 ungefähr, also 73,5 Cent. Dann sehe ich die 70 Cent kommen und danach die 67,64 weiter abwärts. Also aufpassen dabei. Ne? Bei Cardano, jein. Ne? Auch hier, ja, im Moment... Wir durchbrechen gerade diese leichte. Das ist eine leichte. Horizontale Widerstandslinie bei 1,05 Dollar. Sollten wir das darüber beenden, glaube ich, dass wir hier diesen Knotenpunkt anlaufen bei 1,095. Sollten wir den nach oben hinbrechen, wäre hier für mich definitiv ein Long Trade-In-Marke von 1,17. Na? Ne? sollten wir hier abgewiesen werden. Wenn wir zurückkehren auf die 1.05, sollten wir die dann nach unten hinbrechen, glaube ich, dass dann das hier kommt. Also aufpassen bei Cardano jetzt gerade, die Kerze schließt in 38 Minuten, sollten wir die wirklich über dieser Marke von 1,5231 schließen, glaube ich, dass wir nochmal in die 1,95 kommen. Und dort würde ich dann entweder Teilprofite nehmen oder gucken, wie sich der Trade weiter verhält und weiter auf Long setzen oder natürlich ein bisschen was von meinen Profiten abfischen. Sollten wir wie gesagt überrollen und dann hier auf Tagesbasis die 1,02 nach unten rausnehmen, dann geht es weiter runter in Richtung 98 und danach 93 Cent. Da wäre ich dann natürlich ziemlich. Vorsichtig kommen wir zu VeChain, 1% der Plus im Endeffekt gar nichts gemacht im Endeffekt genau das gemacht was wir hier eingezeichnet haben ein mögliches weh berechnen wir da oben drüber aus hier bei der Marke von 7,2 cent dann nehme ich den long in 7,7 wenn wir da drüber kommen alles klar geht es auch weiter allerdings sollten wir genau wie hier eingezeichnet an diese Marke kommen oder schon vorher abgewiesen werden und dann durch diesen Knotenpunkt fallen geht es definitiv eher in Richtung 6 cent Weder den Trade in Richtung Norden noch den Trade in Richtung Süden jetzt gerade möglich. Solana, genau das gleiche. Wir sind in diesem Aufwärtskanal gefangen. Das haben wir gesagt. Oder, ne, das muss man sich natürlich jetzt überlegen, vielleicht Möglichkeit auch, dass wir hier in diesem Triangle gefangen sind. Bedeutet also nichts anderes. Sollten wir diese obere goldene Linie hier, die verläuft ganz knapp über uns bei 115,8 sollten wir die nach oben hin brechen. Können wir durchaus hier die Oberkante dieses Triangles anlaufen und wenn das bricht, sind auch Kurse wieder von 130 möglich. Aber auch dazu jetzt gerade, wir sind noch innerhalb dieser beiden Linien. Also habe ich jetzt gerade auch keine Möglichkeit den Trade zu öffnen, selbst auf 1 Stunden Basis. Dran getippt, langer Weg hoch, drunter geschlossen. Mal gucken, vielleicht der nächste Versuch. Also, ihr seht, wir sind im Moment überall in irgendwelchen Ranges. Wir sind überall irgendwo wirklich so ja, gefangen, sage ich einfach mal. Wenn wir Ausbrüche schaffen nach oben, dann kann ich das hier probieren in Richtung dieses Knotenpunktes. Und wenn wir darüber kommen, ja, dann kann der Trade laufen. Aber wir haben ja hier nicht mal einen Ausbruch. Sollten wir hier wieder runterkommen? Und diese Linie nach unten hin verlassen, dann ist das genau der entgegengesetzte Trade und zwar deutlich in Richtung Süden. Link, genau das gleiche. Wir sind gefangen zwischen Rot und Rot auf Tagesbasis. Berechnen wir aus hier für mich trotzdem kein Long Trade. Ganz ehrlich, bei Link. Müsste ich darauf warten, dass wir hier die 1650, das habe ich auch heute Morgen gesagt. Die 16,50 nach oben hinbrechen, dann geht es weiter. Warum? Ja, ich habe keine Lust, hier wirklich ähm, diesen Trade zu nehmen bei 15,90. Der geht dann genau bis 16,14. Na, das sind ähm, 34 Cent oder was? Das sind 2% äh, irgendwie. Nee, aber wenn ich hier drüber komme, über die 16,50% dann geht es in 17, 15 und wenn die brechen sollte, dann auch hier durchaus in 18. Hier bin ich mir einfach im Moment zu unsicher, dass wir in dieser Range gefangen bleiben. Ba, 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 ba. Oben angeschlagen, nach unten. Oben angeschlagen, nach unten. Oben angeschlagen. Ne? Das, das kann hier durchaus so weitergehen. Also, wir haben noch nicht mal einen Ausbruch darüber. Also mache ich auch hier logischerweise jetzt nichts. Luna. Weitere 1,66% im Plus, äh im Minus, Entschuldigung, auch hier nichts passiert. Wir arbeiten uns ab. Wir versuchen hier herauszukommen. Aber solange wir hier nicht diese Marke, diesen Knotenpunkt nach oben hin überwinden oder wir ein Tageskloß kriegen über 101,50 Dollar, habe ich auch hier meiner Meinung nach keine Möglichkeit, einen Long Trade einzugehen. Sondern dann kann ich eher darauf warten, dass wir die goldene aufsteigende Linie nach unten hinbrechen und gleichzeitig gold rausnehmen. und wenn das passiert hier die 92,47, dann werden wir sofort das dauert vielleicht eine stunde aufschlagen auf der goldenen linie bei 90 dollar und 70 und bricht die weg bricht die 90 dollar äh, die angesprochene marke gerade gleich weg dann geht es in richtung 87 83 und dann kann es auch deutlich zügig in richtung süden gehen überall warten wir müssen wir warten auf irgendwelche Ausbrüche oder whatever es ist nirgendwo passiert und wenn ich einen wirklichen relativ safe and long trade eingehen möchte bei Bitcoin dann seht ihr das dann muss ich hier erstmal eigentlich warten auf die 44000 zieht euch eine Linie und dann sind wir auch wieder in einer alten Flagge drin die wirklich Sinn ergeben würde. Ja. So, Oberkante, Unterkante, Oberkante, Unterkante durchgebrochen, Retest, Follow nach unten. Jetzt müssen wir hier wieder in diese Flagge rein. Das verläuft bei 43,5, dann haben wir horizontalen Widerstand bei 44. Sollte der brechen? Bei 44 gehe ich davon aus, dass wir die Oberkante bei 46,5 anlaufen. Das sind 2500. Dollar oder in dem Fall gute 5%. Das kann man definitiv mitnehmen. Ja, und sollten wir hier kommen, dann geht es auch wieder in 48.500 und sollten die brechen, 50, 52.000. Aber jetzt gerade ist das für mich spekulativ. Sehr spekulativ. Ja? So. Okay, Niveau, herzlich willkommen. Also, Adrian Kist, wenn du gerne andere YouTuber guckst. Dann ist es für mich okay. Und ich weiß auch, woher diese Linien kommen. Diese Linien habe ich auch. Na? Ähm, Weekly, Woche. Also. Das kann man hier schlecht erkennen, weil ich da noch andere Sachen drauf habe. So. Mm. Aber man müsste es eigentlich hier machen. Ja, das ist wirklich schade, weil ich das nicht wegmachen möchte, eigentlich. Äh, ist mir aber egal. Okay, ich kann das ja gleich rückgängig machen. Also, um mal darauf zurückzukehren, ist das alles möglich, ist das alles so und so und wir müssen doch an die untere und da sind wir erst einmal hingekommen, alles Schwachsinn. Alles Käse. Na? Wenn ich das hier als Referenz nehme, das Brave New Coin Index und das Ganze auf Logarithmus stelle, dann seht ihr, wo wir hier überhaupt sind. Und wir sind weit, ganz, ganz weit von einem Low. Entfernt, wenn jemand sagt, ja, wir haben die untere Linie erst einmal angelaufen und das im Corona-Crash, weil das Ganze ähm, ja eine, <laughs> eine Abnomalie gewesen ist. Stimmt überhaupt nicht. Wir sind unter einer Linie und deutlich über einer Linie. Wenn ich hier unten eine einzeichnen würde, dann hätte die auch noch Auflagepunkte, also auch unter zwei Linien. Diese Kurven hier, die ihr bei irgendwelchen großen Krypto-Youtubern seht. Die sind beliebig verstellbar. Macht euch eine Kurve und ihr könnt sie wirklich ziehen, anlegen, wie, wo und wo ihr Bock habt. Deswegen messe ich dem Ganzen nicht so viel. Bedeutung zu. Was sollte mir das denn sagen? Soll mir das jetzt sagen, dass diese Kurve hier oben, die so verläuft, wie sie jetzt gerade verläuft, nur weil diese 1, 2, 3 und auch ja 2021 4, 5 Auflagepunkte hat, dass die ewig als Resistance dient? Das ist ja nicht euer Ernst. Das bedeutet ja nur einfach, Boah, dass auf einmal diese Kurve jetzt in diesem Moment verlaufend bei 85.000 jedes Jahr fast gleich bleibt. Ihr seht mal hier, September 23 verläuft das bei 101.000. Diese Kurve wird irgendwann gebrochen. Ich scheiße einen dicken Haufen auf diese Kurven, die andere Menschen da einzeichnen. Mir ist sowas hier deutlich, deutlich. Lieber, wenn ihr auf einem logarithmischen Chart umschaltet und dann sagt alles klar, ich ziehe mal hier gerade Linien und dann werdet ihr sehen, dass diese Linien immer, immer und immer wieder angelaufen werden. Egal ob das 2013 das Top war, uh, auf einmal eine Verbindung mit dem 2017er Top, wo wir nie wieder hingekommen sind. Oder ihr seht hier Auflagepunkte. Als Resistance drüber gesprungen, als Support, 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 durchgefallen, Resist. Das sind wichtige Linien. Alles andere ist ein Fliegenschiss. Scheißt auf solche Kurven, die werden definitiv irgendwann gebrochen werden. Und nur weil hier jemand sagt, hey Leute, ja, und die untere Linie haben wir nur einmal gebrochen, als das Corona-Tiefer. Nee, stimmt überhaupt nicht. Wenn wir die untere Kurve oder die untere Linie anlegen würden, dann seht ihr, haben die massive Auflagepunkte hier, hier, hier und hier und hier. Und wenn wir sie einfach verschieben würden und diesen Corona-Wig mitnehmen würden, dann haben wir einen Auflagepunkt hier und hier. Na, das stimmt also nicht. Die Frage, die sich natürlich auch jeder stellen sollte: ja, Corona-Crash, das war ja eine Abnomalie. Sowas wird niemals mehr passieren. Ah ja? Wer erzählt euch das denn? Wer sagt das denn? Ist ja nicht unbedingt möglich, dass morgen eine schmutzige Bombe geworfen wird und dann wird die Linie ungefähr äh, zehnfach unterschritten werden. Ha? Nur weil da eine Linie ist oder irgendeine Kurve, die irgendjemand da eingemalt hat, heißt das noch lange nicht, dass das nicht nach unten hin überschnitten werden muss. Aber die Chance oder das Potenzial, dass wir von dort aus bouncen oder dass das das Low ist, ist relativ hoch. Würde ich einkaufen, wenn Bitcoin auf diese Linie kommt und diese Linie verläuft ungefähr bei 25.800? Würde ich da Bitcoin einkaufen? Selbstverständlich. Ich glaube, dass das für die nächsten bis 2030 ein traumhafter Kurs ist, wenn wir nur sagen würden, wir folgen diesen Linien. Bis 2030. Und wir nehmen auch nur die unterste Linie, die wir hier eingezeichnet haben. Bei 2030. Ja, wir werden dort nicht hinkommen. Denn die untere Linie verläuft in 2030. Keine Ahnung, das Ding müsste ich soweit verlängern. Äh, ne? ja, 2030 verläuft die ungefähr bei 4,5 Millionen. Hm. Es wird und es muss irgendwann eine Abnomalie geben. Und diese Abnomalie, die wird wahrscheinlich in einem Jahr kommen, wenn wir einen massiven Aktiencrash kriegen. Und Bitcoin und Krypto wird sich nicht retten können. Und es wird mal sowas kommen. Wir werden uns auch wieder erholen. Aber wir können diese Linie. Und wir können auch. Die Kurven nicht die nächsten Jahrzehnte verfolgen. Denn dann würden wir einen Kryptokurs in Bitcoin äh, in acht Jahren sehen von 5 Millionen Dollar. Und das wäre ein Plus nochmal nach vom aktuellen Niveau ungefähr von 12.100 Prozent. Meiner Meinung nach, nein, kann das passieren, ja, halte ich das für realistisch, nicht besonders. Na? Also, von daher, nehmt solche Sachen nicht so super ernst ne? oder gewichtet die nicht so viel, wenn euch jemand sagt, alles klar, da ist eine Linie, da haben wir erst einmal gebrochen, da kommen wir nie wieder hin, kann alles passieren, kann alles passieren. Was war noch? Ach so. Ähm, kurzer, kurzer Fahrplan. Diese Frage kam auch auf, nachdem ich das Video zum, zur Depression gemacht habe. Ja, Mario, und wie gehst du jetzt damit um? Ich habe euch gesagt, dass die Anhebung der Zinsen, dass die Ankündigung der Zinsanhebung meistens negativ ist. Aber wenn der Markt sich darauf eingestellt hat, kriegen wir meistens noch eine Rallye oder zumindest eine Seitwärtsbewegung. Ne? Viele sagen jetzt ja, ähm, alles klar, wir kriegen jetzt Zinserhöhung, der Markt muss fallen. So ein Scheißdreck. Das ist die letzten Male niemals passiert. Wir haben Zinserhöhung gekriegt, Markt steigt. Ankündigung, okay, Scheiße, ah, baba, ah nee, alles kalt. Markt steigt. Zinserhöhung, Ankündigung, Markt steigt. Zinserhöhung, Ankündigung, Markt steigt. Aber später sind wir krass gefallen. Und das ist genau das, was ich eigentlich erwarte. Das ist ähm, eine weitere Seitwärtsbewegung oder leichter Aufwärtstrend. Die nächsten Monate im SP und somit auch in der Nasdaq. Und das könnte durchaus ein bullischer Faktor sein für Bitcoin. Dass wir von den Märkten nochmals mitgezogen werden, bevor wir so etwas sehen, ein Aufbäumen, aufsetzen auf so eine wichtige Linie, die wir hier schon angetestet haben, und dann sagen alle alles klar, ich mache hier bei the dip und äh, die Nummer läuft schon wieder und dann machen wir sowas, ba -bam. Ba -bam. und dann gibt es endlich mal diesen Crash, diesen Bärenmarkt, den es denn nötig wäre und den die Fed möchte damit sie endlich ihr Allheilmittel, den digitalen Dollar, einführen können. Und in so einem Crash, in so einem Bärenmarkt, der die Leute ausmerzt, ausmergelt, da wird sich Krypto meiner Meinung nach nicht besser halten können als die Märkte. Und deswegen rechne ich jetzt im Moment... Eigentlich damit, dass wir die nächsten Monate, bis dieser Crash passiert, eine seitwärts- oder eine leichte Aufwärtsbewegung nochmal hinlegen, egal wo. Und dass es dann irgendwann zum Crash kommt. Bei Bitcoin haben wir oft davon gesprochen, oder was habe ich davon gesprochen zumindest, dass wir ähm, in der Vergangenheit diese Bärenflaggen gebildet haben. So, ah, das sieht heftig aus, ja, aber wenn ich da näher rangehe, werdet ihr sehen, was ich meine. 2011 haben wir gesagt, kann man nicht unbedingt mit reinnehmen. Gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz drauf ein. Tja, vielleicht mal drei Tage, ob man das noch erkennen kann, ist die Frage. Alle Fragen. Schlecht. Hier ging es zumindest. Ne? Bärenflagge, Durchbruch. Dann hier. Bärenflagge, Durchbruch. Bis wir dieses Triangle vollendet haben. Und 2017 war es ja ziemlich genau das gleiche. Eine nach der anderen. Bärenflagge, Bruch, Bärenflagge, Bruch, Bounce, Bounce, kleine Wende, Bounce, Triangle. Und dann müssen wir uns natürlich jetzt fragen, wo wir im aktuellen Zyklus hier wirklich stehen. Stehen wir vor einem erneuten Bullrun oder hier stehen wir vor einzelnen Bärenflaggen. Kleine Bärenflagge, große Bärenflagge, vielleicht mögliche Monster-Bärenflagge. Wenn das hier so, wenn sowas mal nach unten hinbrechen sollte, wäre das natürlich ganz uncool. Und der Fahrplan für die nächsten Monate ist in dem Fall dann natürlich poah, abwarten. Tee trinken. Ja, ähm, wir haben hier durchaus die Möglichkeit, auch wenn wir weiter aufwärts steigen sollten von dem Zeitpunkt, dass wir uns immer wieder den Kopf stoßen an dieser Bärenflagge. Und das heißt nichts anderes, als dass wir weiter steigen, aber uns immer noch in dieser Bärenflagge befinden. Und das Ganze kann dann fortgeführt werden bis Ende des Jahres. Und Ende des Jahres würden wir hier stehen auf einmal bei 60.000, ja moin, wir haben immer mal immer wieder hier hochs und tiefs gemacht und befinden uns immer noch in dieser Bärenflagge und dann kommt irgendwann der Breakdown nach unten und dann ist Schluss mit lustig. Ja? Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich nicht damit rechne, sondern dass wir eher sowas hier vervollständigen, dieses Art große Triangle, sage ich einfach mal, in immer wiederkehrenden Bärenflaggen, bis wir dann etwas nach unten hin brechen. Wenn ich das jetzt mal ausschalte und eine Linie ziehen würde von diesem Punkt über diesen, na, dann könnte man hier ein riesiges Triangle werden mit einem Bounce zum ersten Mal an die Flagge, Bounce zum zweiten Mal an die Flagge runter, Bounce zum dritten Mal, vierten Mal und dann irgendwann hier unten eine Linie in Richtung Süden brechen. Und wir würden trotzdem immer wieder richtig harte Relief Rallys kriegen. Das sind ja nicht 1-2%, in denen wir steigen. Das sind 24%. Das sind vom aktuellen Tief bis zum aktuellen fünfzig 50%. Das ist alles in Bärenberg durchaus möglich. Aber mm -mm, wir traden. Wir können nichts anderes machen, als dem aktuellen Kurs zu folgen und zu sagen, alles klar. Jetzt gerade sieht es so und so aus, und jetzt gerade ist das und das am Start. Und genau das machen wir. Und das haben wir von hier oben eigentlich mit sehr großer Perfektion oder Präzision gemacht, dass wir gesagt haben: Passt auf, dass wir nicht überrollen. Ne? Geht vielleicht mal aus den Longies raus oder mal an die Seitenlinie. Und wir haben auch hier seit 42.000, seit hier diesen Aufwärtstrend mitgenommen. Und als wir dann das hier gesehen haben und den Bruch dieser ersten Linie hatten, wir gesagt, okay, vielleicht hier mal verlassen, aufpassen. Und dann sind wir nochmal hochgekommen. Hier habe ich euch gewarnt, dass wir überlaufen können. Mögliche Short-Position hier. bei dam, bei Dam. Und dann hätte man hier auch den einen oder anderen Euro mitnehmen können. Das alles hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Aber seid einfach im Moment vorsichtig. Da draußen, was irgendwelche Trades in Richtung Norden angeht. Ja, nehmt sie. Wenn das Zeichen da ist und nicht. Ich sehe es teilweise schon wieder. Die Breakouts sind da. Die Money, Money, Thumbnails und Dollar in den Augen sind auch wieder da. Es ist jetzt gerade noch nicht so eindeutig, wie wir es uns wünschen würden. Ja? So, was haben wir sonst? Carlos Lamana, 10 Schweizer Franken, danke für deine Mühe und Arbeit, die du investierst. Hey, vielen, vielen Dank für die 10 Schweizer Franken. Das ist echt sehr nett von dir. <laughs> da freue ich mich, beziehungsweise freuen sich natürlich, die Kinder übelst. auf. Ich mag Döner, ich mag auch Döner. Döner ist geil. Serhat hat einen Dönerladen. Den müssen wir irgendwann mal stürmen, wenn wir alle in äh, wenn, wenn wir alle in Berlin sind, dann stürmen wir den Dönerladen von Serhard. Den, den Geldwäscheladen. Uh, Ronny ist am Pen, ich soll, ich soll ihn nicht holgen. gehen. Okay, okay. Ja, ich, ich gebe <laughs> geb mein Bestes, ihn nicht zu holgen. Wann beginnst du mit den Alls, Habibi? Wie meinst du, wann beginne ich mit den Alls? Mit den Allcoin-Updates? Oder mit, den, mit dem Update von heute, wann die Allcoins da sind? Wir haben angefangen, um. Ich weiß nicht mehr genau. 21.04 Uhr vier live start 21 .10 Uhr 10 hat Bitcoin angefangen. Na, das heißt, dann hast du die ersten vier, fünf, sechs Minuten vielleicht Bitcoin und Ethereum. Danach kommen die Allcoins. Hm. Geldwäsche war für alle nur ein Scherz, für alle, die wir einen Stock im Arsch haben. Ja, muss man manchmal erwähnen. Wirklich. Vor allem bei uns, glaube ich, oder bei unserer Community muss man manchmal auch wirklich erwähnen. Leute, das ist alles Ironie. Nehmt das nicht so ernst. Ne? Der Mario macht nur Spaß. Ja. Das stimmt. Es gibt ja einige, die da äh, ja, wirklich, na, den Stock im Arsch haben. Okay, komm, lass wir mal, mal drin. Also, <laughs> Ach komm, cool. ja, sagen wir mal ehrlich, welcher Türke hat keinen Dönerladen, ne? Auch wenn da keine Döner verkauft werden. Serat <laughs> <laughs> hat nicht nur einen Dönerladen, ne? hat Mehrere, der hat eine Dönerkette. Die heißt Dönerladen. Kommst du kaufen. Ne? Außerdem gibt es dann da noch eine Werkstatt. Ne? Wenn man sagt alles klar bringen Sie Ihr Auto her ich reparieren das machen wir eine Probefahrt nach Holland eben kurz und zurück und ähm, ja dann gibt's noch äh, kann, hat er noch einen Laden wo man Gutachten machen kann ein hm? gutes Auto ja hier aufgeschrieben gutes Auto alles okay alles <laughs> ah, schon schön dass wir uns alle so gut verstehen dass das keine ernst nimmt und böse nimmt ne also, meiner Meinung nach, im Moment, und wir sehen das ja jetzt gerade hier auch wieder, noch keine Trades irgendwo möglich. Spekulatius, alles okay. Kann man gerne eingehen, kein Problem. Aber für wirkliche, sinnvolle, Long trades wurden für mich noch keine Linien auf diesen Timeframes gebrochen, wo ich es sehen möchte. Deswegen habe ich noch nichts eingegeben und weil ich nicht zu Hause war. <laughs> nee. äh, und äh, klar, und auch weil ich nicht zu Hause war. Ich habe keine Lust äh, beim Geburtstag von meinem Bruder dann irgendwo auf Handy, Handy rumzufummeln und zu so, sagen, hey, sorry, Bro, ne? ich, ich muss jetzt hier gerade was kaufen. Ne? Also dafür ist meine Familienzeit dann zu wichtig. Deswegen, ich würde euch jetzt einfach mal allen sagen, geht ins Bett, geht in die Palme oder wedelt euch noch einfach der Palme und geht dann schlafen. Morgen gucken wir wieder zusammen in die Kurse zum Bitcoin, Ethereum und natürlich auch zum Allcoin-Update. Lass <laughs> die Kurse mal Kurse sein. Auch morgen früh wird es die ersten Anzeichen dafür gehen, ähm, wie es mit den Aktienmärkten weitergeht. Und vielleicht können wir dann von da aus auch mal draufschließen. Alles klar. Es geht vielleicht in die oder in die Richtung bei den Kursen. Wahl. Warten mal ab. War, war. no, aber habe ich die Tage schon gesagt? <skều> <mach> Okay, machen wir noch einen Coin. GMT hast du gesagt, nicht einzusteigen, weil du eine bullische Flagge gesehen hast und ich sie nicht gesehen habe. Ähm, ja, ich habe nur gesagt, ich würde da nicht einsteigen zum, zu dem aktuellen Zeitpunkt, bevor ich da nicht... Ähm, auch schön, ne? Bevor ich da nicht ähm, hier den Tageskurs habe über der 231. Ne? Oder ganz ehrlich, aber auch keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Aber für mich war das hier noch nicht der Fall, weil es aussieht nach einem Absturz, nach einem Aufbäumen. Jetzt ein erneutes Aufbäumen und dann hier sollten wir da durchbrechen. Also, ich, äh, auch hier wäre ich jetzt noch nicht dabei. Und es bleibt logischerweise auch so, weil der GMT ja unser gut bekannter Coin ist, der 31.500 Prozent in 23 Tagen gemacht hat. Was für mich niemals. Es wert wäre, da hinterher zu springen. Verpasse ich dann vielleicht hier 100, 200%. Prozent? Ja, kann durchaus sein. Ist für mich kein Problem. Es gibt andere Coins, es gibt andere Trades. Und von daher ist das vollkommen okay für mich. Na, wenn ich hier wirklich Traden würde wollen, dann wäre es für mich sehr, sehr wichtig. Dass ich vielleicht mal hier... Ach ich shit, ich bin immer noch auf dem logarithmischen Chart, ey. Boah, übelste Plage, so ein LAN. Abfuck. Ah, Okay. Wenn. Shit. Also, wenn ich jetzt hier wirklich auf etwas spekulieren würde wollen, dann muss ich ja mindestens warten, dass das Ding hier nach oben hinbricht. Na? Und ich somit dann die 2 Dollar und ähm 48, wenn ich mal einfach mal grob 2,50 Dollar rausnehme, dann habe ich die Möglichkeit auf diesen Wick zu kommen bei 2,80 ungefähr und wenn der ebenfalls noch bricht auf dein 3 Dollar. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass ich da keine Lust habe, jetzt erstmal gefangen zu sein, hier in diesem äh, möglichen Kanal. Der nach oben, unten, oben, unten geht und dann auf einmal sage ich, alles klar. Ich habe zufällig eingekauft an der oberen Linie, geht ja an der unteren Linie, pisse ich mir aber schon wieder in die Hose, dann gehe ich raus aus der Nummer und dann steigt das wieder an die obere Kante, bricht die und wir gehen dann in Richtung to the Moon. Nee, deswegen warte ich dann lieber auf den Bruch dieser Linie und habe dann immer noch die Möglichkeit einzusteigen. Egal ob in Richtung Norden oder in Richtung Süden. Dieser Kanal, das kann ja nichts anderes sein als eine Bärenflagge, ne? Das ist ein Absturz, eine Flagge, die nach oben läuft, wie eine Bärenflagge halt so verläuft, oder wie ein Eishockeyschläger, was weiß ich, scheißegal. Aber, wenn es hier nach unten wegbricht und ich gefangen bin, in dieser scheiß Flagge oder in dem Kanal, wie es wollt, dann kommt es ja manchmal noch rein, dass der... Inge! 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 Wurde gebrochen! Ist, ist kaputt! Ja, und jetzt? Ja, kommt gleich wieder. Ja, Mäuschen! GMT. Wir haben 30.000% gemacht in den letzten 23 Tagen. Das geht so also weiter. Kommt, ich halte den Trade. Läuft. Ja, ist geil. Lecker Schmecker. Ja. Oh, ja. wir sind jetzt sowieso an Support, Inge. Ne? Ja, super. Support bricht ja nie. Nee, Support bricht nie. Du hör mal cool, ich wollte dir nur mal sagen. support äh, Linien, die hält nur so lange, bis sie irgendwann mal bricht. Ist doch nicht schlimm, du hast ja keine Ahnung, mal halt die Fresse. Bounce. uns? Siehste, hab ich doch gesagt, wir bauen es doch schon von hier. Der macht gleich hier einen Strahl in Richtung nur. Du hast doch keinen Plan, du Schwanz, du. Kurt, wie läuft's? Alles gut. Alles geil, Puppi, ne? Komm, mach dich schon mal frei. Ich komm gleich flexen. Uf. Oh, da ist die Diene wieder kurz. Meinst du, sie bricht gleich? Ne, Quatsch, bricht die gleich, Halt die Fresse. Ähm, hat gebrochen. Ah, nicht so geil. Na, ihr könnt es doch, meinst du, soll ich aus dem Trade rausgehen? Aber ich bin ja jetzt gerade hier auf Support, ne? Der Held. Der Held. Inge! Der Held. Du kannst gleich bei mir auch noch halten, du Schnitte, du. So, und dann wird dieser fucking Trade gehalten, weil man den Verlust nicht zugeben möchte. Und das ist das dann, was ich immer sage, ne? Also, entweder, ey, ihr nehmt. Nur wirkliche Ausbrüche, nur wirkliche Trades. Oder ihr seid so erfahren, dass ihr sagt, alles klar, ich nehme hier minimale Prozente mit. wir ne, mal so eine Range von oben nach unten und ich verlasse dann hier auch wirklich jedes Mal den Trade. Das ist unfassbar wichtig. Oder wenn die Linie bricht und ihr seid in diesem Trade drin, verpisst ihr euch gefälligst. Ne? Dann haut ihr ab. Dann müsst ihr es einsehen, dass der Trade nicht der Hammer gewesen ist. Diesen Verlust in Kauf nehmen und seid bloß nicht in einem Trade gefangen. Lauft dem nicht hinterher und sagt dann nicht, das läuft, das kommt schon wieder. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, dass man an diesem Trade, der gegen einen läuft, festhält. Und dann bricht so eine Marke und die wird dann auf einmal nicht langsam gebrochen. Hier gibt es dann keinen Bounce, die wird dann auf einmal schnell gebrochen. Dann ist man schon an der nächsten Supportlinie Und dann entwickelt sich dieser Gedanke weiter und weiter. Jetzt sind wir aber an Support. Jetzt hält das Ganze. Aber jetzt gehen wir to the moon, weil es ja auch Sinn ergibt technisch dass wenn wir eine Linie nach unten hinbrechen, dass wir to the moon gehen. Und dann halten wir da fest. Und dann sagt er, ah ja, Ach, komm. Ich habe ja nur 300, 400 in diesen Coin investiert. Wenn das weg ist, ist ja nicht so schlimm. Das ist der allerschlimmste Gedanke von allen. Warum? Vielleicht tut dem anderen 300 oder 400 Euro nicht wert. Aber vielleicht denkt sich der andere, pass auf, ich verdiene 2 Mille im Monat und für 400 Tacken, ne? da muss ich mal ge geschmeidig 3, 4 Tage für arbeiten. Verlasst diesen Trade. Lasst die 400 in eure Tasche. Nehmt die 400, macht was schönes davon oder investiert sie vernünftig in andere Projekte. Haltet nicht an so einem fucking Trade fest, nur weil er glaubt, dass er demnächst dann wieder in die richtige Richtung geht. Verlasst ihn. Und wenn er dann wieder in eure Richtung geht, ja, mein Gott, dann steigt er halt hier wieder ein, drauf geschissen. Ne? Aber ähm, wenn er gegen euch läuft, seid nicht so vermessen, um zu sagen, ich hatte ja doch recht. Dann geht aus der Nummer raus. Ich kenne Leute, die könnten euch davon ein Lied singen. Und diese Namen erwähnen die wir jetzt nicht. Die hatten alle Be unser Beileid, ja. Aber <laughs> das passiert so oft. Und ich würde aus, euch nicht erzählen, wenn es mir nicht auch schon passiert ist und ich dabei massig Geld verloren habe und riesig viel Geld, Lehrgeld haben zu Boah, hat gesessen, der wird, glaube ich, auch ordentlich müffeln. Und ich auch richtig viel Geld dabei schon verloren habe. Aber für mich war das eine sehr, sehr wichtige und extrem lehrreiche Zeit. Und das bin ich einfach froh, auch dass ich das gemacht habe, um das jetzt auch weitergeben zu können, weil ich genau weiß, wie man sich verhält, wenn solche Probleme auftreten. Man verhält sich, ja, wie, wie ein kleines Kind, das sich an die Hose von Mama und Papa klammert und sagt: wird das wieder und es wird nicht wieder. Es ist scheiße und es bleibt scheiße. Und dann muss man einfach mal in die Scheiße packen. Das war das Wort zum Sonntagabend. Und jetzt zum zweiten Mal wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntagabend. Macht das Beste noch aus den letzten Minuten des Tages oder geht einfach schlafen. Vielleicht ist das sogar das Beste für den einen oder anderen, der jetzt hier noch überlegt, irgendwo rein und hinterher zu springen auf FOMO, FOMO, PUMA, PUMA. Und die Erholung, sich mal vernünftig auszuschlafen, tut vielleicht ganz gut auch für das Gehirn für morgen früh, wenn es wieder richtig losgeht, wenn die Trainingwoche Woche wieder startet, worauf ich mich sehr sehr freue und jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sehen uns morgen früh in den Updates und natürlich auch wie immer morgen Abend live.